Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie die Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov funktioniert. Unser Ziel wird sein, Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen zu bestimmen. Wir haben dazu noch ein Übungsbeispiel auf Seite 3 des Arbeitsblattes übrig, und zwar geht es hier um einen gezinkten Würfel. Ich bitte dich, das Video kurz zu pausieren, dir mal die Angabe durchzulesen und zunächst zu probieren, das Beispiel selbstständig zu lösen. Den Vergleich machen wir danach wieder gemeinsam. Ich hoffe, du hast dir deine Lösungen notiert. Ich habe jetzt hier die Angabe nochmal ein bisschen größer eingeblendet. Wir sollen ja die Wahrscheinlichkeit P, die sich hinter dieser Angabe versteckt, berechnen. Wir wissen, dass die Augenzahlen von 1 bis 5 alle gleich wahrscheinlich sind und dass die Wahrscheinlichkeit für diese Augenzahl 6 die dreifache Wahrscheinlichkeit der restlichen Augenzahlen ist. Um das zu machen, nutzen wir jetzt ein paar Dinge aus. Hier unten habe ich nochmal die Tabelle eingeblendet und hier den Ergebnisraum. Das erste, was wir verwenden, ist, dass wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit für das sichere Ereignis gleich 1 ist. Also wenn wir würfeln, würfeln wir mit Sicherheit eine dieser 6 Zahlen. Die Wahrscheinlichkeit für den Ergebnisraum ist gleich 1. Und jetzt werden wir die dritte Eigenschaft der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov nutzen und das Ganze wieder als Summe aufschreiben. Also wenn wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit für das sichere Ereignis gleich 1 ist, dann spalten wir das sichere Ereignis einfach in alle Teilwahrscheinlichkeiten auf. Das sind in diesem Fall die Wahrscheinlichkeiten für die Elementarereignisse der jeweiligen Augenzahlen. Also hier einfach die Summe aller Augenzahlwahrscheinlichkeiten, die dann auch wieder gleich 1 ergeben muss. Das Ganze werden wir jetzt ein bisschen umformen. Also wir werden jetzt hier das, was wir aus der Angabe wissen, einsetzen. Hier drin steht, dass die Wahrscheinlichkeiten für die Augenzahlen 1 bis 5 alle jeweils gleich sind. Also haben wir hier einfach eine Summe von 5 P's. Und außerdem wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit für die Augenzahl 6 das Dreifache davon ist. Also haben wir für den Sechser 3 mal P eingesetzt. Jetzt sehen wir hier einfach eine Rechnung mit lauter P's, die können wir zusammenfassen. Wenn wir das getan haben, dann haben wir die recht kompakte Gleichung stehen, 8 mal P ist gleich 1. Jetzt dividieren wir beide Seiten durch 8, damit der Achter von der linken auf die rechte Seite wandert und kommen dann auf folgende Gleichung. P ist gleich 1 Achtel. Das ist also unsere gesuchte Wahrscheinlichkeit. Jetzt können wir noch die Division 1 geteilt durch 8 durchführen, dann kommen wir auf die Dezimalzahl 0,125 und dann können wir den Prozentsatz ablesen. Das ist das Ergebnis dann 12,5% und diesen Wert können wir für die Wahrscheinlichkeiten der Augenzahlen 1 bis 5 gleich in die Tabelle eintragen. Jetzt müssen wir noch aufpassen. Um die Wahrscheinlichkeit für die Augenzahl 6 zu bekommen, müssen wir das Ganze verdreifachen. Das heißt, wir rechnen einfach 3 mal P, setzen den Wert ein und kommen dann auf 37,5%. Das können wir auch in die Tabelle eintragen und hier siehst du nochmal die Musterlösung. Jetzt gibt es aber auch noch einen zweiten Teil der Aufgabe. Und zwar sollen wir die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit diesem Würfel eine gerade Augenzahl zu werfen. Ich bitte dich wieder, das Video kurz zu pausieren und zunächst einmal zu versuchen, das selbstständig zu lösen. Den Vergleich gibt es danach wieder und dann lösen wir das auf. Ich habe jetzt hier ganz oben die Tabelle mit den Wahrscheinlichkeiten, die wir vorher berechnet haben, nochmal eingeblendet. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir dafür alles brauchen. Die Wahrscheinlichkeit, hier eine gerade Zahl zu würfeln, ist ja nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, 2, 4 oder 6 zu würfeln. Also das ist unsere Ereignismenge. Und auch das können wir wieder in eine Rechnung aufspalten mit Teilwahrscheinlichkeiten. Wir nehmen also einfach alle Elementarereignisse, die für diesen Fall in Frage kommen. Das sind in dem Fall dann die Augenzahlen 2, 4 und 6. Die schreiben wir separat auf und dann setzen wir die Werte ein, die wir in der Tabelle haben. Und zwar für die Augenzahlen 2 und 4 jeweils 12,5% und für die Augenzahl 6 37,5%. Jetzt haben wir hier also die ganze Rechnung stehen. Wir fassen das noch zusammen und wir kommen dann auf das Endergebnis 62,5%. Also im Schnitt werden wir in 62,5% der Fälle, in diesem Fall bei dem gezinkten Würfel, eine gerade Zahl würfeln. Und das ist deswegen in mehr als der Hälfte aller Fälle der Fall, weil der Sechser eben so viel wahrscheinlicher ist als die restlichen Augenzahlen. Hier hast du nochmal die komplette Musterlösung eingeblendet. Und damit sind wir fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.